Große Gefühle in Cannes. Gerührt nimmt der Franzose Jean-Paul Belmondo seine goldene Ehrenpalme entgegen. Für seine Dankesrede erhält er wie stets braungebrannte Bebel, wie ihn seine Landsleute liebevoll nennen, langen Applaus. Belmondo feierte mit Außer Atem von Jean-Luc Godard seinen ersten Kinoerfolg. In den 70er Jahren drehte er zahlreiche Actionfilme wie Der Profi. Auf dem roten Teppich defilieren die Hollywood-Stars Jodie Foster und Mel Gibson. Sie stellen in Cannes ihren neuen Film vor. Für das Psychodrama Der Biber führte Foster selbst Regie. Der Däne Lars von Trier ist bekannt für Provokationen und verstörende Filme. Doch bei einer Pressekonferenz geht der Regisseur vielen entschieden zu weit. Als von Trier seine Sympathie für Hitler bekundet, reagiert auch Filmstar Kirsten Dunst mit großem Unbehagen. I understand Hitler. Ich verstehe Hitler. But I think he did some wrong things. Yes, ich denke, er hat ein paar falsche Dinge gemacht, ja klar. Aber ich kann ihn sehen, wie er am Ende in seinem Bunker sitzt. But there will come a point at the end of this. There will come. I will. No, I'm just saying I think I understand the man. He's not what you would call a good guy, but er ist nicht das, was man einen guten Kerl nennen würde, aber ja, ich sympathisiere ein bisschen mit ihm. Aber ich bin natürlich nicht für den Zweiten Weltkrieg und ich bin nicht gegen die Juden. I'm not for the Second World War and I'm not against Jews. Ein US-Filmmagazin meinte dazu, wäre das in Amerika passiert und nicht in Cannes, hätte es den Karriere-Selbstmord für den Dänen bedeutet.